Was passiert, wenn sich Designer, Nanotechnologie-Experten und Chiphersteller treffen? Zum Beispiel so ein ungewöhnliches Kleid. Es kann die Gehirnströme ablesen, analysieren und das Aussehen basierend auf den empfangenen Daten ändern. Die Idee heißt Pangolin, also Schuppentier. Die Schuppen für das Kleid wurden übrigens auf einem 3D-Drucker hergestellt. Für die Datenübertragung ist das weltweit erste 1024-Kanal-Brain-Computer-Interface zuständig. Je mehr Gehirnaktivität, desto aktiver bewegen sich die Schuppen. Je ruhiger die Frau ist, desto ruhiger leuchtet auch ihr Kleid. In den Kommentaren haben sich einige Nutzer bereits etwas Neues ausgedacht. Der Anzug soll bei Gefahr seine Stacheln ausfahren. Denkt ihr, das Motto von Einrädern lautet Eile mit Weile? Ganz sicher nicht. Der britische Erfinder Kevin Scott hat es auf einem Einrad erfolgreich ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft, und zwar mit einer Geschwindigkeit von 98,464 km/h. Na, was sagt ihr dazu? Nicht umsonst haben Scott und seine Assistenten 2 Jahre lang an diesem Wunder getüftelt. Kurios, sie haben ganze 12 Monate gebraucht, um sicherzustellen, dass das Einrad alle Anforderungen erfüllt, die für einen neuen Rekord erforderlich sind. Das Technikwunder erhielt einen 200 Kubikzentimeter Motor aus einem Go-Kart, ein speziell angefertigtes Getriebe und eine Luftfederung. Das Einrad hat einen Durchmesser von 1,5 Metern und wiegt 85 Kilogramm. Und der Name Warhorse passt auch gut dazu. Selbst nachdem man versucht hat, das Einrad anzuhalten, hielt es den Geschwindigkeitsweltrekord noch weitere 4,5 Minuten, scherzen Internetnutzer. Energiesparen ist für viele Länder ein wichtiges Thema. Die spanischen Behörden haben beschlossen, das Licht in Gebäuden und Schaufenstern nach 22 Uhr auszuschalten. Auch in Frankreich werden die Menschen aufgefordert, weniger Strom zu verbrauchen. Diese Ingenieure aus den USA haben Solarzellen entwickelt, die nahezu jede Oberfläche in eine Solarbatterie verwandeln können. Die Idee erinnert an T-Shirt-Aufdrucke. Die Entwickler nahmen 3 Mikrometer dünnes Substrat, viel dünner als unsere Haare, und brachten mittels Siebdruck eine Elektrode an. Das alles wurde für mehr Zuverlässigkeit auf ein Verbundgewebe geklebt. Das Ergebnis war ein Fotoelement mit einer Leistungsdichte von 370 Watt pro Kilogramm und 100-mal leichter als üblich. In den Kommentaren fanden Internetnutzer eine weitere Anwendungsmöglichkeit. Die Idee könnte für Laptops, Tablets und Smartphones relevant sein. Was meint ihr? Und die Kerle hinter dieser Technik hatten nur 2 Worte, um sie zu beschreiben. Epischer Maßstab. Sie haben beschlossen, die Nutzlast großer Drohnen und die Manövrierfähigkeit kleiner Drohnen zu kombinieren und eine Art Luftauto für die Formel 1 zu bauen. Das Herz der Drohne ist ein 220 PS Kraftwerk, mit dem sie auf 140 km/h beschleunigt. Und die beeindruckende Größe hat einen ganz einfachen Grund. Das Team hat schon früher Renndrohnen gebaut, aber halt nur kleine. Diese waren bei hohen Geschwindigkeiten jedoch schwer zu verfolgen, also bauten die Ingenieure immer größere Optionen und kamen schließlich auf diese Version. Das Team sei seiner Vision eines völlig neuen Rennerlebnisses der Zukunft einen Schritt näher gekommen, heißt es in der Beschreibung. Ob es noch weitere Upgrades geben wird? Mal sehen. Dieses Auto eines französischen Startups befindet sich jetzt im Showcase-Stadium, aber das Team hat große Pläne. Sie versprechen, die Neuheit bereits im Jahr 2025 auf den Markt zu bringen. Es handelt sich um einen Wasserstoff-Crossover, der vollständig in einer virtuellen Umgebung entworfen wurde. Doch am coolsten sind solche Treibstoffkapseln. Sie werden an einen eingebauten Kraftstofftank angeschlossen und können nicht nur Autos, sondern auch Generatoren, Haushaltskraftwerke und andere Dinge mit Strom versorgen. Es ist bekannt, dass gleich 2 Versionen des Crossovers gebaut werden, mit Allradantrieb für 550 PS und Hinterradantrieb für 300 PS. Die Gangreserve beider Versionen liegt bei 800 Kilometer. Der Preis in Europa soll ab 65.000 Euro betragen.
Ein typisches Bild auf vielen Straßen. Es fängt an zu regnen und schnell bilden sich die ersten Pfützen. Und diese sind richtig gefährlich. Wer mit weniger als 4 mm Profil fährt, muss laut Reifenhersteller extrem aufpassen. Zum Glück weiß man in Großbritannien, wie man mit Wasser auf den Straßen umgeht. Und diese Methode ist ganz einfach. Ein Unternehmen stellt diesen superporösen Beton her, der Wasser durchlässt. Testergebnissen zufolge werden in der ersten Minute bis zu 4000 Liter pro Quadratmeter aufgenommen und dann bis zu 600 Liter pro Minute. Allerdings gibt es ein Problem. Solcher Beton ist noch nicht bei Minustemperaturen geeignet. Das Team arbeitet jedoch bereits an diesem Problem. Das hier ist eine spannende Lösung für die Beleuchtung von privaten und gewerblichen Immobilien. Solche Systeme gucken wie Sonnenblumen stets zur Sonne und übertragen das Licht über Glasfaser. Die Standardversion besteht aus 36 Linsen, einem Mikroprozessor, Fotosensoren und Motoren mit einer Leistung von etwa 10 Watt. Mit einer digitalen Sonnenblume ist es möglich, rund 6000 Lumen zu sammeln, wenn man ein 10 Meter langes Kabel verwendet. Unter Berücksichtigung aller Verluste liegt der Lichtstrom bei etwa 3700 Lumen. Das reicht für 30 bis 40 Quadratmeter. Der eingebaute Filter entfernt die Infrarot- und UV-Strahlung. Die Vorteile einer solchen Lösung sind immens, denn Experten haben einmal errechnet, dass etwa nur 20% des weltweiten Stroms nur für künstliche Beleuchtung und Tageslicht verwendet werden. Wie viel Müll werfen wir jeden Tag weg? Im Durchschnitt etwa 740 Gramm pro Person. Die Zahl ist von Land zu Land aber sehr unterschiedlich. Zum Beispiel sind es an manchen Orten mehr als 4,5 Kilogramm pro Person. Neue Entwicklungen im Bereich der Müllabfuhr helfen dabei, nicht im Müll zu ertrinken. Auch der Beruf des Müllwagenfahrers wird allmählich einfacher und komfortabler. Hier seht ihr eine Mischung aus Spezialcontainern und einem Roboter-Auslegermanipulator. Der volle Arbeitszyklus beträgt 65 Sekunden, für die Steuerung ist nur ein Bediener erforderlich. Das System eignet sich für ober- und unterirdische Müllcontainer mit bis zu 5 Kubikmeter. Der Ausleger kann sogar auf kompakten Zweiachsern montiert werden. Die Kosten für die Müllentsorgung können damit bis um das Sechsfache sinken. Habt ihr schon einmal einen Getreidespeicher von innen gesehen? Dort ist es ziemlich gefährlich. Allein in den USA leiden etwa 7% der Landwirte an Lungenkrankheiten durch eingeatmete Feinstaubpartikel. Außerdem können sich Hohlräume in den Kornmassen bilden und es ist sehr schwierig, eine Person von dort herauszuziehen. Für sicheres und effizientes Arbeiten mit Getreide bietet ein US-Unternehmen diesen Roboter an. Er mischt und bewegt das Getreide mit Hilfe von Schnecken, derzeit allein, aber die Entwickler denken bereits an die Kombination mehrerer Geräte. Der Roboter wiegt rund 12 Kilogramm, die Akkulaufzeit beträgt 2 Stunden und es gibt eine Fernsteuerung. Der Stückpreis soll nach vorläufigen Angaben bei etwa 4.700 Euro liegen. Und das ist eine Neuheit aus der Robotertechnik. Mehrere US-Ingenieure haben herausgefunden, wie man Roboterfingern einen hochpräzisen Tastsinn verleiht. Solche Finger sollten überall nützlich sein, sowohl in der Produktion als auch in Krankenhäusern. Wie funktioniert die Idee? Unter der Haut befindet sich eine Schicht aus transparentem Silikon, in der sich LEDs und Fotodioden befinden. Die Fotodioden bestimmen, wie dieses Licht reflektiert wird. Berührt der Finger etwas, verformt sich die Haut und das Licht wird anders reflektiert. Durch die Auswertung der aktualisierten Daten fühlt das System dann die verschiedenen Berührungen. Früher wurde diese Option als zu schwer eingestuft, doch jetzt gibt es fortschrittliches maschinelles Lernen, sodass Forscher viele Informationen erhalten können. Von der Kraft, die beim Berühren ausgeübt wird, bis hin zur konkreten Oberfläche, die der Roboter berührt.
Laut einer traurigen Statistik der UNO gab es im Jahr 2021 40 Millionen Menschen, die an Unterernährung leiden. Diverse Upgrades für die Landwirtschaft sind also mehr als denn je gefragt. Und eines davon seht ihr jetzt. Ein erster Schritt, um die konventionelle Bewässerung zu verändern, schreiben die Produzenten dieser Bewässerungsmethode. Dies ist ein flexibler Schlauch, in dem man an den gewünschten Stellen Öffnungen bohren kann. Der Wasserverbrauch liegt hier bei etwa 7 bis 8 Liter. Der Schlauch ist aus Polyethylen und 100 Meter lang. Im Allgemeinen sei diese Methode einfach, wirtschaftlich und für alle Kulturen geeignet, heißt es in der Beschreibung des Videos. Nicht weniger interessant ist die folgende Entwicklung aus Singapur. Dies ist kein Werk auf einer Ausstellung für zeitgenössische Kunst, sondern der Prototyp einer flexiblen Batterie auf Papierbasis. Die Batterie ist nur 0,4 mm dick und biologisch abbaubar. Nach einem Monat bleibt von der Batterie im Boden nichts mehr übrig. Der 4x4 cm große Prototyp ist in der Lage, einen kompakten Ventilator etwa 45 Minuten lang mit Strom zu versorgen. Der Akku lässt sich biegen, falten und gegebenenfalls in Stücke schneiden. Alle verwendeten Materialien sind ungiftig, sodass kein Gehäuse benötigt wird. Und es gibt eine Menge an Anwendungsmöglichkeiten, von Gadgets bis zu smarter Kleidung und Medizin. Und das Team plant, spezielle Elektronik für solche Batterien zu bauen. Das unlogischste Fahrzeug, so wird dieses Technikwunder im Internet bezeichnet. Die Idee ist einfach. Ein Propeller, eine Fahrradkette, zwei Flügel und drei Räder. Der Wind drückt die Struktur nach vorne, die Räder drehen sich und helfen auch, den Propeller zu drehen. Die Idee und ihre Umsetzung sind so kurios, dass viele Internetnutzer zunächst von einem Fake ausgegangen sind. Außerdem war der Besitzer eines YouTube-Kanals sogar in einer Wette verwickelt, bei der es um 10.000 US-Dollar ging. Die Frage war, kann sich das windgetriebene Fahrzeug schneller fortbewegen als der Wind? Wie sich herausstellte, ist das möglich, also stellte der Verlierer, übrigens ein Physiker, einen Geldscheck aus. Außerdem wurde im Jahr 2012 eine Art Rekord aufgestellt. Der Blackbird bewegte sich 2,8 Mal schneller als die damals gemessene Windgeschwindigkeit. Du willst einen tollen Film in wenigen Minuten anschauen, ohne zurückzuspulen? Kein Problem! Der Süßes Popcorn-Kanal hat ein mega bequemes Format, das nur auf dich wartet. Kurze Nacherzählungen von Filmen, vom Autorenfilm bis zum Hollywood-Blockbuster. Hol dir dein unbegrenztes Ticket, indem du auf Abonnieren klickst.